Wir leiden alle, glaube ich, unter einer gewissen Verspannung im Nacken, merken es zum Teil gar nicht, vor allem wenn wir viel am Computer sitzen, immer in dieser gebückten Haltung. Und dazu ein paar Übungen mit mir, auch am Sessel. Und zwar setzen wir uns aufs vordere Drittel, schön aufrecht, wie wenn ein Faden uns nach oben zirkt. Und als Vorbereitung geht es darum, jetzt einmal den Körper, die Halswirbelsäule, die ganze Wirbelsäule auf Zug zu bringen. Das heißt, wir nehmen unsere Finger, da gibt es eine Einkerbung da hinten beim Ohrläppchen. Da hängen wir uns ein und ziehen uns einmal ganz entspannt nach oben. Das schaut jetzt sicher super lustig aus, aber es ist mega angenehm. Das nennt man Traktion oder auf Zug bringen. Kennt man vielleicht auch von den Physiotherapeuten. Das entspannt richtig. Das macht so 20 bis 30 Sekunden. Ich mache es jetzt nicht so lang, weil ich habe noch ein paar Übungen für euch. Das ist, also ich finde es total entspannend und lösend, spannungslösend. Und dann gibt es ein paar aktive Übungen. Und dazu brauchen wir eigentlich nur unsere Finger, unsere Fingerkraft. Ihr nehmt ganz locker die rechte Hand, die zweite Hand auch, greift mit den Fingerkuppen an die Stirn und beugt, wie wenn es einfach ganz normal nickt, euren Kopf nach unten und gebt mit den Händen Widerstand. Nach vor, einfach ja nicken. Und wieder nach hinten. Und beim Vorgehen könnt ihr ruhig ein bisschen fester drücken. Beim Zurückgehen eher ein bisschen behutsamer sein. Und vor allem, wenn man nachher über die Nullstellung geht, ganz locker, weil sonst habt ihr viel zu viel Zwangslage. Das heißt wirklich von der Nullstellung, das ist geradeaus, wenn ich noch geradeaus schaue, nach vor, Druck, Gas geben. Und nach hinten auch noch ein bisschen Spannung halten, aber dann lockerer werden. Und dann wieder nach vor. Und nach hinten. Bis dahin noch Spannung und dann wieder lockerer werden. Das machen wir auch 3, 4, 5 Mal. Das ist super für die Verspannungen da hinten. Ihr werdet es jetzt vielleicht merken, durch das, dass der Muskel permanent auf Grundspannung ist und wir das gar nicht wahrnehmen. Und jetzt mit einer aktiven Übung, ihr dann aber den Muskel noch einmal aktiviert, dann hat er die Chance locker zu lassen. Das ist ein Trick, den die Physiotherapeuten auch oft benutzen. Okay, und der zweite Bereich ist die Rotation. Dabei geht es darum, den Kopf von links nach rechts zu drehen. Wobei ich da möchte, dass endgradig, das heißt, da ist endgradig und da endgradig, nicht ganz auf Druck geht, sondern nur in dem Bereich circa auf Drucksatz. Das heißt, wir nehmen die rechte Hand, Fingerkuppen ober der Schläfe, damit es nicht schmerzt, rotieren nach links, geben jetzt Druck, 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 Druck und jetzt werden wir wieder lockerer, gehen wieder nach links, halten die Spannung. Und wenn wir dann wieder nach rechts schauen, dorthin, wo der Arm oben ist, wieder auf Druck und endgradig wieder lockerer. Spannung, Spannung. Das Ganze kann man natürlich auch noch auf die linke Seite machen. Dazu nimmt man die linke Hand. Wir rotieren nach rechts, gehen jetzt schon langsam auf Spannung, Spannung, Spannung. Ihr werdet dann da hinten die Spannung richtig spüren. Und das Ganze machen wir, ja, ich würde sagen, 5 Mal. Und in Summe würde ich sagen, diese Übungen mit mehr als wie 2 Mal am Anfang, also 2 mal 5 Wiederholungen pro Seite, also bei der Extension und Flexion und bei der Rotation. Und eine Übung gibt es noch für die Halswirbelsäule, für die Halsmuskulatur, und zwar ist das die Seitneige. Ich möchte zuerst einmal die Schultern heben, heben, senken, heben, senken. Und wieder locker lassen. Das heißt, wir schauen jetzt mit dem Kopf nach rechts zur Schulter und wieder rauf. Das Ganze gibt es dann noch links an und links und wieder rauf. Jetzt nehmen wir dazu die Hand, geben wieder den Widerstand nach rechts unten, geben wir Gas und nach oben wieder locker.
und auf der anderen Seite. Wir neigen nach links unten zur Schulter, geben Druck und nach oben und wieder lockerer und nochmal nach links und wieder lockerer. Ihr seht, ich bin da auch ein bisschen eingeschränkt. Ich habe definitiv auch ein bisschen ein Nackenthema. Und kann euch nur empfehlen, das, was für euer Hals, Wirbelsäule, wird komplett unterschätzt durchs Sitzen am Computer in der Haltung, wie gesagt. Ganz wichtig. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Locker bleiben, wir schaffen das. Es kann nur mehr Ewigkeit dauern. Ja.